Graffiti-Fans in Metzingen können sich ab sofort mit der Spraydose austoben. Und zwar legal. Denn die Graffiti-Wand, die jetzt im Metzinger Skatepark steht, ist offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier ließen sich die Gäste auch vom Regen nicht vermiesen. Neben Workshops und Musik gab es natürlich vor allem Graffiti. Eingeweiht wurde die Wand mit einem Wettbewerb, bei dem jeder Teilnehmer an einem Abschnitt der Wand sprayen durfte. Doch auch Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh selbst ließ es sich nicht nehmen, ihre Qualitäten an der Dose zu zeigen. Mit der Eröffnung der Graffiti-Wand kam die Stadt Metzingen einem Wunsch aus dem Jugendforum der Stadt nach. Der Gemeinderat hatte daraufhin bereits vor 2 Jahren den Bau einer legalen Graffiti-Wand beschlossen.